RTUS Koblenz gegen den FC Astoria Waldorf in der Regionalliga Südwest. Ja, zuletzt hatte die TuS Koblenz ja mit 3:7 beim VfB Stuttgart 2 verloren. Das will man heute mit dem zweiten Saisonsieg am liebsten wieder gut machen. Ja, ich hatte mich eigentlich schon drauf gefreut, heute mal mit dem Simon und Marcel mich heute mal ein bisschen wieder zu unterhalten. Aber sie sind einfach mal nicht da. Ich habe mich schon gefreut, mich mal mit ihnen wieder ein bisschen zu unterhalten. Aber dann leider doch nicht. Tauchen vielleicht irgendwie noch auf. Also auch als ich in Müllern-Kärlich war, da sind sie auch irgendwann mir gegen Ende des Videos im Augenwinkel aufgefallen, weil sie einmal ums Stadion rum sind. Aber sonst stehen sie ja schon immer, auch beim Spiel gegen Hoffenheim 2, da stand ich ja mit Marcel teilweise schon vor Einlass, also bevor die Tore hier geöffnet haben, stand ich mit Marcel schon vor eine Stunde vorm Spiel, schon vorm Stadion. Während die TuS Koblenz hier den ersten kleinen leichten Angriff setzt. Vielleicht ein bisschen zweitrangig. Klar, ich habe ja auch länger jetzt schon nicht mehr ein Video mit mehreren bzw. mit einer Person extra noch gemacht. Da war es vielleicht eher, naja, reagieren auf das, was beim Spiel passiert und ein bisschen unterhalten mit Simon und Marcel. Auch mal die Gäste. Gut, das hat man jetzt nicht richtig drauf gehabt, aber der Ball wurde übers Tor gehämmert. Ja, man sieht, die Stimmung hier ist mal wieder sehr geil hier. So ein Wochenspiel, 19 Uhr, Flutlicht, schönes Wetter. Freistoß für die TuS Koblenz. Und hier die nächste Möglichkeit hier für die TuS Koblenz, aber sie kommen gar nicht erst in die gefährliche Position. Nochmal Waldorf. Stahl schießt seinen Gegner an und es gibt einen Wurf für die TuS Koblenz. Ja, fünf von sechs Begegnungen der beiden Vereine waren unentschieden. Hat Rafael Berazoy nochmal gesagt und eine Auswärtsniederlage hat es gegeben. Also in den sechs Begegnungen die TuS ohne Sieg gegen Astoria Waldorf. Auch wenn es jetzt nicht die beste Serie ist, also mit so vielen Unentschieden, Waldorf will es ausbauen. Das kann zum Bumerang werden hier mit Dulon Esmel. Ja, das wird im Endeffekt für Astoria Waldorf gepfiffen. Ja.
der köpft den Ball noch weg und auch wenn er umfällt da, der Ball wird sicher weggeköpft. Und Stahl ist direkt wieder gefragt. Schon liegt Waldorf vorne durch einen, ja schon, Sonntagsschuss am Donnerstag. Oder ist heute Donnerstag? Nee, ist Mittwoch heute, glaube ich, oder? Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, was Sonntag heute ist. Waldorf kommt direkt schon wieder. Direkt nach dem 1:0. Boah, der Pass war jetzt eigentlich nicht so optimal. Sieben Minuten jetzt gespielt. Und die TuS liegt wieder hinten. Gegen den FSV Frankfurt im letzten Heimspiel hat man ja noch einen guten Kampf geliefert, aber die beiden Elfmeter von Esmel waren dann doch, ja, ich will jetzt nicht sagen, zwingend die einzigsten Lebenszeichen, die TuS setzen konnte, aber es waren im Endeffekt doch beide Male waren es Elfmeter, mit der die TuS zum Torerfolg gekommen sind, also nicht spielerisches im Endeffekt, so gesehen. Festsetzen in der gegnerischen Hälfte. Und sie bekommen, glaube ich, sogar jetzt hier diesen Freistoß. Ja, der Ball rutscht durch ins Aus, aber es gibt Ecke. Kopfball direkt in die Arme vom Torhüter. Und Stahl, der da hinten mal wieder gefragt ist. Ja, und jetzt wieder die TuS Koblenz. Hält einer noch das Bein rein und es wird halbwegs gefährlich. Also es sieht zumindest nicht so aus. Ja, Waldorf läuft da auch direkt an. Also jetzt eine vermeintliche Stärkephase jetzt erstmal vor der TuS, aber Waldorf kann auch wieder im Gegenzug das 2:0 machen. Und wir sind gerade mal 10 Minuten 43 im Spiel drin. Waldorf bekommt die Ecke. Wie ist das? Ja, zähl mal. Ja.
Da muss ich meinen Satz von eben im Video zurücknehmen, dass ihr da doch nicht da seid und ich mich schon auf Gespräche mit euch gefreut habe. Also zumindest den Satz, dass ihr nicht da werdet, muss ich zurücknehmen. Ich sag mal, Videos ohne Kommentar zu machen, ist für mich schwerer als Videos mit Kommentar zu machen. Wenn man einmal anfängt zu reden, dann läuft es. Das ist einfach so wie ein Mann. Hm. Ja, ich weiß. Deswegen die zwei Videos in Müllern-Kerlich, die ich gemacht habe, das Pokalspiel und das Ligaspiel. Es war für mich so schwer, die Videos zu machen, ohne irgendwas dazu zu sagen. Ausrasten. So wie letztes Mal. Wir müssen immer positiv denken, das bringt ja nichts. Zumindest stehen ich und Marcel diesmal nicht unterm Regenschirm zusammen. Das hättet ihr letztes Mal mal sehen müssen. So weit oben in der Tabelle, deswegen mal hier schon ein ausgeglicheneres Spiel erwartet, wie gegen beide Stuttgarter Mannschaften. Also mit dem Kampf um Klassenerhalt wird schwer, jetzt wo man schon so viele Spiele verloren hat. Mal in der Regionalliga einführen, dass man 3 Punkte pro Stimmung der Fans im Stadion kriegt, weil dann würde die TuS Koblenz jetzt auf jeden Fall
oder 3 Punkte pro singenden Fan. Dann wären wir, dann wären die TuS-Koblenz sehr weit oben. Ja, für jeden singenden und klatschenden Fan in der Kurve hinten. Dann würden wir längst, dann würden wir längst Bundesliga spielen, wenn es danach geht. Strafraum, beziehungsweise am Strafraum, weil die Flanke ist zu hoch und rutscht durch uns aus. Ich habe irgendwie nur gehört, Kobaschen ist irgendwie mal nach Berlin gegangen irgendwie und dann ist er auf einmal zur RW zurückgegangen, wie auch immer das zustande kam. Der steht ja noch selbst auf dem Feld, da sieht er ja vielleicht noch eher, was da läuft. Ja, ich dachte mir schon in den letzten Wochen, die Spiele gegen Groß Asbach, gerade das Tor von der Smell in der letzten Minute, das war für den Moment, für die Woche sehr schön, ne, aber jetzt ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt ist Realität leider. Die 19. War dann über meinem Spiel auch noch 2 Tore. Dann auswärts, weil das ist eine Wiedertor geschossen. Ja. Die 19. Das ist einfach der Baller. Der bringt nichts. Oder gegen den FSV Frankfurt. Macht haut da 2 Elfmeter rein, aber bringt trotzdem nichts, Leute. Stuttgarter Verein, jeweils 7 Tore, die einfängst, dann muss irgendwas
anders laufen wie in der Oberliga. Oh Mann. Ich kann nur mehr lachen, ich kann nur mehr. Nur noch den Kopf schütteln. 28. Spielminute, die erste Auswahl draufgehen mit 2:0 Führung. Torschütze. War der Mann der Rücken war 26, Stefano Marino. So, und 2-0, so 2-0 Waldorf-Video ist jetzt vorbei. So 2-0 Waldorf-Video ist jetzt vorbei. Ich bedanke mich. Nächstes Mal bleib ich daheim, ja. Alter! Nächstes Mal bleib ich daheim. Ja, ich bedanke mich nochmal beim Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal.